Hallo und zurück hier bei uns bei Samobilcars. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, aber nicht nur eine Sache, sondern gleich zwei. Und zwar einmal den Knaus Boxster 540, den Road 540 als 60 Years Edition und dann hier den großen Bruder, den Boxster 600 Street als 60 Years Sonder Edition. Und nicht nur irgendeine Edition, nicht 2021, sondern die ganz neuen Modelle 2022. Sprich, wir haben hier den neuen Fiat Ducato auf der Serie 8, ja, mit elektronischer Servolenkung, komplett neuem Interieur und eben Euro 6 final. So. Einige von euch fragen sich jetzt mit Sicherheit, ja, was ist denn hier der Unterschied? Ja, und genau dafür ist eben hier dieses Video heute da, dass wir euch einfach mal zeigen, wie sieht der Tisch beim 540er aus, wie beim 600er, wie das Bett, wie das Klo und so weiter und so fort. Und was ganz besonders ist bei diesen zwei Fahrzeugen, das zeigen wir euch jetzt gleich. So, und was wirklich besonders ist, ja, das zeige ich euch jetzt, und zwar mit meinen beiden Händen, ja, Abracadabra, Simsalabim, da ist es, das LFI-Aufstelldach. Und jetzt guck, Seppi, ja, das Gleiche habe ich, glaube ich, hier auch gesehen beim 600 Street, beim großen Bruder. Zack, einmal auf. Ich habe das schon vorbereitet, ich habe hier die Hebel schon entsichert. Eine Hand, zack, hoch und man siehe da, es werde Licht. Ja, da ist es, das Aufstelldach. Und das Coole ist, wir haben eine Liegelänge von über 2 Meter, ja, und ihr könnt halt am Ende so einen Kastenwagen, der eigentlich für 2 Personen geeignet ist oder gedacht ist, nicht nur für 2 nutzen, sondern eben ja, mit 4 Personen. Ihr könnt zu viert fahren, ihr könnt zu viert schlafen und könnt es euch einfach gut gehen lassen. Und ich würde sagen, wie es da oben ausschaut, das zeigen wir euch jetzt. Hier sind wir im Aufstelldach, ja, im LFI-Aufstelldach. Was heißt denn das eigentlich? LFI heißt Long Fiber Injection. Heißt, dieses Dach, ja, ist nicht aus Carbon, ist aus LFI. Wo ist da der Unterschied? Carbon ist ein bisschen teurer, LFI ein bisschen günstiger, aber im Prinzip am Ende sehr ähnlich. Ja. Heißt, wir haben hier eine komplett neue Verarbeitungstechnik, in der wir einfach Gewicht sparen und noch langlebigere, ja, Materialien praktisch verwenden, wo keine Risse entstehen und so weiter und so fort. Ja, das Besondere an diesem Aufstelldach hier im Vergleich zu vielen anderen ist, A, wir haben hier oben eine tolle Aussicht, ja, ja, einmal hier aus der Dachluke raus, hier sogar die 70 x 50 cm große, also wirklich ein schönes großes Dachfenster, man hat überall Fliegenschutz, man hat Verdunkelung und man kann natürlich auch diese Dachluke, auch wenn das Aufstelldach oben ist, auch noch öffnen, ja, gar kein Problem. Wir können hier dieses Aufstelldach seitlich wie ein Zelt öffnen, ja, wir haben hier auch überall einen Fliegenschutz, ja, wir schauen jetzt mal, dass wir das hier so ein bisschen präsentieren, man kann das hier oben, soweit ich weiß, kann man das lösen, ja, mal einmal zeigen, man kann sich hier oben so einen kleinen Spalt aufmachen zum Lüften, ja, oder du kannst es hier komplett abmachen, zack, ja, und dann hast du hier deinen Fliegenschutz, ja. Man kann aber jetzt auch diese komplette Öffnung sozusagen samt Fliegenschutz öffnen, das machen wir jetzt gleich, Sekunde, kann man vielleicht ja wieder hier so ran, zack, eigentlich ist das ganz easy gemacht, dann mache ich hier mal kurz wieder hoch, das gleiche hier, und hier unten kann ich jetzt den kompletten Zeltstoff praktisch öffnen. Ja, man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen. Man muss es ein paar Mal ausprobieren. Ja, das geht extrem weit. Oh, so, das gleiche hier auch. So, und hier wundern sich jetzt ein paar. Schau mal, Seppi, das können wir gleich mal ansprechen. Hier ist jetzt eine Blombe, eine Sicherung. Die ist bewusst gemacht. Warum? Ja, warum? Weil genau da, hier. Siehst du das? Diesen kleinen Metallstift hier. Da kann ich jetzt, schau mal, ich kann jetzt hier zwar zumachen, aber ich kann hier nicht weiter aufmachen, weil hier so eine Metallsicherung ist. Liegt einfach daran, dass hier ja die Heizung verbaut ist und wir den Außenkamin haben, wo die Abgase rauskommen, wenn eine Heizung oder warm Wasser läuft. Ja? Und drum ist hier die Blombe, dass die Abgase hier in das Zelt nicht reinkommen, weil sonst, wenn man hier schläft und die, ja, die Heizung läuft nachts, habe ich hier vielleicht ein Problem mit Vergiftung etc. Man kann die natürlich entfernen, dann aber auf eigene Verantwortung. Also das nur als Sicherheitshinweis, sage ich mal. So, und sonst, pass auf, man kann das ja jetzt hier teilen. Wir machen das jetzt nur mal provisorisch, um euch das so zu zeigen. Man kann dieses ganze Zelt jetzt, das kann man hier schauen, kann man hier so hochwickeln. So, und das kannst du dann oben festmachen. Aber um das euch jetzt mal im Video auf die Schnelle zu zeigen, man kann jetzt hier komplett aufmachen, ja, und man kann dann hier rausschauen. So, wir machen das ganze Ding jetzt mal wieder zu. Weil da sollte man am besten mal ein separates Video zu machen. Das könnt ihr auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen möchtet. Seppi, einmal zurücklehnen. Zack, dann mache ich hier zu. Ja, immer gucken, dass man nichts einklemmt. So, aber es funktioniert echt gut. Und ist auch ein ganz spezieller Zeltstoff, dass das ganze Ding eben auch bei Regen oder Feuchtigkeit, sage ich mal, ohne Probleme genutzt werden kann. Klar, wenn jetzt ein Sturm, Orkan, ein richtiges Unwetter kommt, dann sollte man tatsächlich rein, beziehungsweise das Dach halt reinfahren und sich nach unten begeben.
Allerdings nutzt man das Ding ja hier auch eher bei schönem Wetter. Ja, was ist noch wichtig, was ist noch zu beachten? Das Bett hat eine Liegelänge von 2 Meter, egal ob bei dem 540er oder beim 600er. Die Bettenlänge ist immer gleich. Also das Aufstelldach sieht eigentlich immer gleich aus. Die Breite von dem Bett ist 1,35. Wir haben hier keinen Lattenrost drunter. Dafür haben wir eine sehr spezielle und eine komplett neu entwickelte Matratze, die ähnlich wie so ein Wassergel sich anfühlt. Also es ist eine sehr, sehr hochwertige Matratze und bietet einen idealen Schlafkomfort. Was noch ideal gelöst ist hier oben, Seppi, schau mal, sind hier die Ablagen. Wir haben hier so einen Flaschenhalter, hier so einen Halter für oder ein Fach, so eine Ablage fürs Handy. Wir haben hier eine USB-Steckdose zum Laden, das gleiche auf der linken Seite auch. Und das ist eben auch das Besondere, wir haben hier serienmäßig einen Heizluftausströmer. Heißt, wir haben hier oben eine Heizung, ja. Man muss da nicht extra einen Schlauch hochmachen, das ist auch alles Standard, so wie es hier ist. Und das ist eben das Besondere, ja. Also wir haben die Panoramafunktionen mit Fliegenschutz, wir können es komplett aufmachen, wir haben Dachfenster und eben hier überall die LED-Beleuchtung. Da gibt es auch noch eine Fernbedienung dazu, da könnt ihr jede Farbe einstellen, grün, rot, blau, rot. Ich wiederhole mich. Ich würde sagen, wir schauen wieder nach unten. Also, für die, die sich gefragt haben, wie sind die jetzt eigentlich hier hochgekommen? Ja, ganz einfach mit der Leiter, mit der Aluminium-Klappleiter, die dann entsprechend dabei ist, wenn man sich für so ein Aufstelldach entscheidet. Das Coole ist, dass die entsprechend jetzt so befestigt ist, weil bei den meisten anderen Anbietern ist sie dummerweise so befestigt. Und dann musst du hier links oder rechts so seitlich hochklettern und das macht wenig Sinn. Ja, man hakt die hier oben vorsichtig ein, zack, und dann kann man hier diese Sicherungsbolzen ja nochmal nach links verdrehen oder nach rechts verdrehen, völlig egal, und dann ist die wirklich gesichert. Ja, hier unten sind nochmal so Anti-Rutsch-Dinger, so Kunststoff-Dinger dran, und sobald man sich dann hier drauf stellt, ist auch alles fest. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist hier mit dem Tisch. Ja, wenn man es weiß, kein Problem, aber wenn man jetzt hier hoch geht, sollte man eben nicht auf den Tisch steigen, sondern hier vorne auf die Metallleiste, und dann ist das Ganze kein Problem. Ja, ich würde sagen, wir bauen die jetzt einmal kurz ab und sehen uns dann gleich wieder. So, bevor wir jetzt gleich hier drinnen weitermachen, möchten wir ja noch eine Sache, einen Unterschied erklären, und zwar dieses Mini-Heki, dieses 40x40 Dachlukenfenster hier. Das ist ziemlich cool, aber das gibt es nur beim 600er. Das hat einfach mit der Gesamtlänge zu tun. Das Aufstelldach hat ja eine Liegelänge von über 2 Meter, und da haben wir, wie gesagt, beim 540er aufgrund der etwas kompakteren Länge einfach keinen Platz. Also das ist der Unterschied, und daher bestellen auch viele beim 540er gerne nochmal das Fenster hinten links mit, weil dadurch habt ihr hier hinten dann einfach noch mal viel mehr Luft und Raumgefühl. So, Seppi, da ist das Aufstelldach wieder weg. Und da ist es noch. Und da ist es noch. Ja, was will ich euch sagen? Was ist wichtig? Ihr seht es ja gerade hier im Video, beide Fahrzeuge stehen hier bei uns im Markt Indersdorf. Und das Besondere ist, die könnt ihr noch, die kannst du noch haben. Heißt, wenn ihr Interesse habt, wenn euch die Fahrzeuge interessieren, egal ob der 540 oder der 600er, dann ruft mich einfach an, schreibt mir eine E-Mail. Kontaktdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann könntet ihr damit praktisch in 2022 schon auf Tour, auf Welterkundungstour gehen. Ja, und was das Besondere jetzt speziell bei dem 600er ist, das möchte ich euch jetzt gerade hier außen nochmal zeigen. Wir haben nämlich hier das Maxi-Chassis. Ja, was heißt das? Das erkennt man hier an diesen schwarzen Kunststoffverbreiterungen. Heißt, wir haben hier ein 3,5 Tonnen Fahrwerk mit den größeren Achsen. Heißt, das ganze Ding ist einfach stabiler, langlebiger, belastbarer, hat eine größere Bremse drin, hat andere Federn drin, fährt sich am Ende einfach nochmal ein bisschen komfortabler. Wenn du das mal hier beim 540er zeigst, beim 540er gibt es das nicht. Da kann man das nicht bestellen. Einfach aufgrund der Länge ist das nicht möglich. Da sieht man, haben wir hier keine Kunststoffverkleidung. Und wenn man sich das jetzt mal hier anguckt, der Abstand, Seppi, siehst du das? Ja, der ist etwas geringer als jetzt im Vergleich zum 600er. Und da spiegelt sich am Ende einfach unsere Feder und entsprechend beim 600er das Maxi-Chassis wieder. Man sieht es hier auch an den Felgen. Das Maxi-Chassis hat einen sehr breiten Felgensteg, die ist eben auch verstärkt, die Felge. Hier beim 540er, ja, sieht schon wieder anders aus, ist das ganze Ding ein bisschen dünner. Braucht es auch hier nicht unbedingt, weil wir ja kürzer sind und dadurch auch nicht so schwer. So, ich hatte es ja anfangs im Video erzählt. Wir haben hier den neuen Ducato Serie 8, den zeige ich euch auch gleich noch. Nur was ich von außen schon mal zeigen kann, hier der neue Grill, und Seppi und mir ist es vorhin aufgefallen, wir haben hier unten die schwarze Spoilerlippe, und ganz ehrlich, die macht es echt richtig gut her. Also die sieht richtig geil aus, weil wenn wir jetzt mal darüber schauen, Seppi, zu dem Weinsberg oder hier, schauen wir hier drüben, der hat jetzt hier nur diese weiße
der hat gar keine Spoilerlippe. Also das ist das Standardgerät. Klar, man kommt damit auch an, aber der 60 Years, ja, der sieht halt einfach besonders aus. Und besonders ist eben hier auch die komplette Außenfolierung. Wir haben hier einen durchgehenden schwarzen Streifen drin. Ja, wir haben die Rahmenfenster, die außen plan- und flächenbündig sind. Ich habe es euch gezeigt, der hier, der 600er, hat auch das Fenster hinten links im Schlafbereich. Und jetzt kommt der Knaller. Maxi-Chassis habe ich gesagt. 60 Years habe ich gesagt. Ja. Fenster hinten links habe ich gesagt. Neuer Fiat habe ich gesagt. Und jetzt pass auf. Dieselheizung. Ja. Dieselheizung ist am Start. Normal hat der Boxster ja eine Gasheizung, eine Truma Kombi 4, sprich 4 kW. Dieses Schätzchen hat eine Truma Kombi 6, heißt 6 kW, aber nicht nur eine Truma Kombi 6, sondern eine 6D, D für Diesel. Heißt, ihr seid damit autark, braucht nicht so viel Gas, beziehungsweise Gas nur zum Kochen. Kühlschrank ist bei beiden Kompressorkühlschrank, sprich nur mit Strom. Heißt, damit bin ich komplett autark, kann immer und überall hinfahren, weil das Einzige, was ich am Ende wirklich brauche, ist Diesel. So, ich würde sagen, wie der Ducato von innen ausschaut, zeigen wir euch jetzt. Da sitze ich im neuen Fiat Ducato, jetzt speziell im 540er. Der 600er sieht vorne genau gleich aus. Was mir gerade nur wichtig ist, weil wir gerade von den Highlights und der Ausstattung etc. gesprochen haben. Beide Fahrzeuge, die hier stehen, haben das Fenster hinten links. Speziell beim 540er, Seppi, du kannst es vielleicht mal kurz zeigen. Der hat ja hinten oben kein Dachfenster, das hatte ich ja vorhin erklärt. Ja? Und daher macht eben dieses Fenster hinten links doppelten Sinn, einfach wegen Luft- und Raumgefühl. So. Und jetzt widmen wir uns den Ducato. Ja, Serie 8, Euro 6 Final, elektronische Servolenkung, Seitenwindassistent, pipapo, alles Standard. So, und jetzt kommt das Highlight für mich auf jeden Fall, und zwar Motorengeräusch. Das Ding hört sich mal nach einem Auto an und nicht nach einem Traktor. Ja, also wir haben ja schon mal ein Vergleichsvideo gemacht und so weiter und so fort. Aber hier die Lenkung, das ist einfach haptisch ein ganz anderes Reisen, ein ganz anderes Fahren. Ja. Und Seppi, wenn du das hier mal zeigst, der Schlüssel sieht jetzt auch mal nach einem Schlüssel aus. Also nach einem Autoschlüssel. Vorher, das war einfach so ein Plastikbomber. Das hier ist und bleibt auch nur ein Autoschlüssel, aber der ist einfach wertiger. Ja, sonst hier, wie gesagt, Lederlenkrad ist am Start. Hier könnt ihr den Tempomat einstellen, also plus, minus von der Geschwindigkeit, Reset, Set und so weiter. Hier Multifunktionssteuerung eben für den Bordcomputer. Und was auch neu ist, sind die ganzen Blinkerhebel und eben hier für den Scheibenwischer die Intervallschaltung. Gut, da kann man jetzt viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich zeige es jetzt hier nochmal abgekürzt. Lederschaltknauf, 6-Gang-Schaltgetriebe bei beiden. Also wie gesagt, beide haben 140 PS, beide haben 6-Gang-Schaltgetriebe. Ja. Was noch neu ist beim neuen Fiat sind die Luftausströmer von der Optik. Und was jetzt bei der 60 Years Edition Standard ist, ist diese silberne Linie. Und das nennt sich Techno-Design. Und ganz ehrlich, ich finde das ziemlich cool, weil am Lenkrad, das ist immer Silber, das ist Standard. Und es matcht eben hier mit diesen ganzen Elementen sehr, sehr geil. Was auch geil ist, ist das neue Radio von Pioneer, das bei der 60 Years Edition serienmäßig mit dabei ist. Könnt ihr mal gucken, ob wir es anbekommen. Beziehungsweise, ich kann ja mal die Rückfahrkamera anmachen. Ja. Man sieht, man hat ein 9 Zoll großes Display, auch von der Qualität auf jeden Fall annehmbar, ja, also was Ordentliches. Und dieses Gerät hat auch Apple und Android CarPlay Wireless. Ja. Also ich brauche kein Kabel, kann mein iPhone, mein Samsung, mein Huawei, whatever verbinden und kann die ganze Navigation über Google in Echtzeit einfach viel besser wiedergeben. Ja, wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, was ist das? Einfach anrufen und nachfragen. Ja, hier vorne haben wir, wie gesagt, bei beiden Fahrzeugen das Head-Up-Display. Sprich, ihr seht genau, wie schnell ihr gerade fahrt, wo ihr hin abbiegen sollt, wenn ihr die Navigation gestartet habt und so weiter. Ja, ich würde sagen, Fiat-technisch ist hier der Berganfahrassistent, der Bergabfahrassistent. Berganfahrassistent hat er auch. Dann hier die Traction Control. Hier kann ich das Fahrzeug verriegeln, Warnblinker einschalten, Spiegelbeheizung. Klimaanlage ist manuell, macht auch Sinn, weil wir haben ja hier keine Trennwand, ja, wie im normalen Kastenwagen. Daher macht eine Automatik wenig Sinn, weil die dann immer regelt und ja, es wird nicht warm und nicht kalt. Hier haben wir noch USB, 2.0 und eben USB-C und daneben eben noch der ganz klassische 12 Volt Zigarettenanzünder. Sonst bei der 60 Years Edition standardmäßig mit dabei. Fahrerhausverdunklung an Frontscheibe natürlich auch.
zack, das kann man hier so einklappen beim Head-Up-Display, dass man vorbeikommt. Ja, das trifft sich dann hier von rechts, wie gesagt, hier in der Mitte mit Magneten und an der Beifahrerseite natürlich auch. Ja, das gleiche, wie gesagt, bei beiden Autos, also hier im 540er, genauso wie drüben beim 600er Street. Und ich würde sagen, im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt den Tisch, die Dinette und die Küche an und machen dann kurz einen Vergleich zum 600. Und da sitze ich im Boxster Road 540. Wie gesagt, 60 Years Edition sofort verfügbar hier bei uns ab 85229 Markt in das Dorf. 540er hat hier den Tisch freischwebend ohne Tischfuß, genau wie beim 600er. Was ist anders? Ja, der Tisch ist kleiner. Heißt, hier im 540er haben wir einen etwas kompakteren Tisch, genauso wie hier im Fußbereich jetzt nicht wirklich extrem viel Platz ist. Also zu zweit geht's, ja. Ich sitze dann auch gerne mal so ein bisschen breitbeiniger da, ein bisschen gemütlicher. Aber wenn mir jetzt einer gegenüber sitzt, habe ich im 600er definitiv einfach mehr Platz. Gerade wenn du mit drei oder vier Personen fährst, wäre da wahrscheinlich auch der Street, also der 600er, die bessere Wahl. Sonst ganz kurz zu den Fenstern, Rahmenfenster, ich habe es ja vorhin angesprochen, Außenplan flächenbündig, besser isoliert, einbruchssicherer etc. Und man hat hier alles aus Aluminium, man kann die Verdunkelung stufenlos einstellen, also so wie ich lustig bin. Und wie gesagt, ein Fliegenschutz ist standardmäßig mit dabei. Wir haben hier die Schwanenhalslampe, das ist beim 600 Street genau das gleiche, die hat hier doppelt USB. Diese gleiche Schwanenhalslampe finden wir auch zweimal hinten im Schlafbereich und wie gesagt, zweimal USB heißt, ich kann hier mein Tablet, mein Handy, kann hier alles ohne Probleme laden. Was ich richtig cool finde, ist die Lichtsteuerung. Jetzt pass auf, ich schaue mal, dass ich hier einmal alle treffe. Jetzt kann ich hier drauf drücken, an, aus. Und wenn ich länger drauf drücke, dann kann ich das Licht dimmen. Ja, dann bringe ich hier einfach ein bisschen mehr Ambiente rein, kann es mir gemütlicher machen und ja, ist halt eine coole Spielerei. Hier habe ich auch nochmal Leselampen hier oben. Die sind nicht Standard, die sind nur in der 60 Years Edition serienmäßig mit dabei. Sonst optional im E-Paket. So, Seppi, ich schaue einmal hier rüber. Zack. Hier unterm Tisch haben wir nämlich noch ein kleines Fächlein. Das wäre beim Street, also beim 600er, doppelt so groß. Das schauen wir uns dann gleich im Vergleich nochmal an. Zack. Ja, und sonst, wie bei jedem Boxster oder Boxlife, kann man hier die Sitze auseinanderziehen. Man kann die hier auch nochmal etwas einstellen von der Neigung, dass ich hier ein bisschen mehr Komfort habe. Ja, sie haben auch beide Isofix, also man kann bei beiden zu viert fahren und eben auch Kindersitze befestigen. Egal wie der Sitz eingestellt ist, man darf den auch immer während der Fahrt so eingestellt lassen. Sonst ganz kurz zum Tisch kann man dann hier die Verbreiterung ausdrehen. Hier drüben kann man die Verbreiterung ausklappen und hier beim Boxster Road 540 habe ich den Kühlschrank vorne platziert. Das ist beim Street anders. Ja. Dafür kann ich den hier von beiden Seiten öffnen. Ja. Ist halt gerade praktisch, wenn man sagt, man befindet sich jetzt hier am Eingang, ja, möchte schnell was zum Trinken haben, zack, mache ich auf, nehme es mit. Ja. Geht beim 600er nicht, dafür ist aber da der Kühlschrank auch um einiges größer. Da sitze ich im Boxster 600 Street. Man sieht es hier unten, Fußbereich. Ja, vorhin saß ich ja genau so, da war dann ja hier direkt die Sitzbank an meinen Fußspitzen. Da habe ich jetzt hier praktisch die doppelte Breite, den doppelten Platz. Der Tisch ist auch um einiges größer. Man kann beim 540er und 600er den Tisch verschieben. Wie gesagt, auch hier wieder die Verbreiterung, genauso wie hier vorne an der Küche. Ja, also das ist im Prinzip genau das Gleiche. Der Hauptunterschied ist die Tischgröße und eben hier der Fußbereich. Genauso wie hier nochmal das Stauraumfach. Das haben wir ja gerade angesprochen im 540er. Sonst Sitze, genau das Gleiche. Also von der Verstellung etc. Identisch. Wo ich jetzt nicht drauf geachtet habe, sind hier die Fächer. Hier beim Street haben wir ja zwei Fächer plus hier hinten so kleine Regale, die man aber rausmachen kann für einen Fernseher. Das werden wir uns jetzt gleich beim 540er nochmal anschauen, nachdem wir euch die Küche gezeigt haben. Machen wir mit dem Kühlschrank weiter. Den hatte ich ja beim 540er schon gezeigt. Hier jetzt wie gesagt 95 Liter Kompressorkühlschrank auf Augenhöhe. Heißt, ich kann den Kühlschrank halt hier schön aufmachen, muss mich nicht bücken. Klar, beim 540er war er da vorne, da konnte ich halt von außen auch besser ran. Das sind halt hier die Unterschiede. Sonst habe ich hier auch nochmal einen richtig großen Schrank. Ja, da sind jetzt hier diese Standardaufkleberchen noch drauf. Zack, also hier ist ein schöner großer Schrank. Den gibt es beim 540er einfach so nicht, weil wir die Länge einfach nicht haben. Länge ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich hier extrem lange Küchenschubladen. Ja, die habe ich beim 540er auch nicht. Beim 540er habe ich drei Schubladen in der Größe von diesem Format. Aber das sehen wir jetzt gleich. Sonst machen wir die hier einmal zu, die hier auf. Also richtig viel Platz.
für 3 bis 4 Personen natürlich hier im 600er ideal. Also im 540er kommt man damit auch klar, aber eine längere Reise macht hier, denke ich, mehr Sinn und mehr Spaß. 2 Flammenkocher, beim 540er genau das gleiche, genau wie das Waschbecken ist beim 540er das gleiche. Haben wir hier ein Edelstahl-Waschbecken, eine richtig schöne Armatur, eine hochwertige Wasserhahnarmatur, richtig stabil, kann man auch verdrehen, geht nichts kaputt. Und durch den Kühlschrank habe ich eben hier auch noch 2 Ablagen, die ich in unserem Boxlife im Projektfahrzeug auch sehr aktiv nutze. Das haben wir beim 540er so auch nicht. Sonst 2 Oberschränke und ich würde sagen, den Vergleich zum 540er seht ihr jetzt. Hier sind wir jetzt beim 540er, die Stauraumfächer auch nicht gerade klein. Der Kleiderschrank definitiv kleiner, ja, habe ich ja auch angesprochen. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, genauso wie der Kühlschrank, das habe ich ja alles gezeigt. Kocher und Spüle, genau das gleiche, auch der Wasserhahn, da fehlt sich überhaupt nichts, das ist alles wunderbar. Diese Ablagefächer, Seppi, die hier beim 600er waren, die sind hier nicht, weil haben einfach keinen Platz. Schubladen, ja, habe ich ja gesagt, sind um ein Drittel, das ist praktisch ein Drittel im Vergleich zum 600er. Für 2 bis 3 auf jeden Fall kein Problem. Aha, hier sind noch ein paar Bedienungsanleitungen, müssen wir mal aufräumen. Wie gesagt, die Wagen sind hier gerade frisch eingerollt. Wir haben hier heute den 24. Dezember, wir haben Weihnachten und machen hier nochmal eine Extraschicht für dich, um dir hier diesen Vergleich darstellen zu können. Und der Seppi schaut schon drauf. Beim Boxster 600 Street haben wir hier 2 große Fächer gehabt. Hier beim Boxster Road haben wir einfach auch mit Softclose selbstverriegelnd und natürlich wie immer meine Vollkorpusbauweise, also alles richtig stabil und langlebig verarbeitet. Der Seppi kommt einmal näher. Ich stehe hier gerade auf, wie sagt man dazu, dem Holzboden. Ja, das ist eine Abdeckung für die Duschwanne. Die wurde jetzt hier separat dazu bestellt. Ich fand sie persönlich sehr schön. Sonst Spiegel kann man einfach verschieben, indem man den hier einfach rüberschiebt. Sorry, habe ich jetzt einmal zu heftig gemacht. Dann hat man hier nochmal 1, 2, 3 Stauraumfächer. Da kann man hier immer ein bisschen musizieren. Sonst während der Fahrt muss man die immer hier hinten verriegeln. Das ist beim Street 600 genau das gleiche. Sonst, ich bin jetzt nicht der Kleinste. Beim 540er in meiner Größe schon etwas beengend. Beim 600er sehen wir es ja gleich, ist es auf jeden Fall nochmal geräumiger. Hier unten, Seppi, die Toilette, die kann man verdrehen. Ja, so, ich drehe mir die mal zurecht, zack, dann kann man sich hier auch draufsetzen und dann geht es eigentlich schon wieder, ja. Dann habe ich hier meinen Wasserhahn, kann ich hier auch rausziehen zum Duschen, zack, kann man dann hier oben einhängen, wunderbar, und dann feuerfrei, ja. Hier oben habe ich auch nochmal, pass auf, eine abklappbare Kleiderstange, kann ich was hinhängen, sonst habe ich hier nochmal einen schönen Spiegel, das legen wir jetzt hier mal auf die Seite und sonst, wie gesagt, Fenster im Bad serienmäßig, egal ob bei 540 oder 600. Das ist ein Waschbecken, da kommen wir jetzt übrigens gleich dazu, da bauen wir jetzt gleich was ganz Besonderes mit ein. Das zeige ich dann beim 600er, weil das Waschbecken ist ja schon ziemlich klein. Da gibt es aber seit neuestem eine Weltneuheit von der Kundin von mir, von der Frau Siegle. Die Grüße gehen raus, aber dazu wie gesagt gleich mehr. Das hier ist kein Waschbecken, Seppi, hier hinten. Das ist einfach nur eine Ablage, ein Ablagefach für ein Deo, für einen Kamm, für Haargel, Sachen, die man oft braucht. Die kann man hier reinlegen, aber das ist unser Waschbecken und das geht auch größer. Also, ich sitze schon bereit. Ich zeige es wie beim 540er. Wir haben hier auch wieder den verstellbaren Spiegel, die 3 Fächer. Das ist jetzt alles so ein bisschen weiter nach links versetzt. Man sieht aber gleich, also wenn ich mich jetzt mal hinstelle, man hat hier schon mal viel mehr Platz. Ja, also das ist einfach mindestens um 20, 30 cm länger, das Bad. Von der Breite ist es genau gleich, aber von der Länge um einiges eben größer. Hier hat man wieder die Ablagefächer. Hier hinten ist jetzt noch so ein Fach, da kann ich das Klopapier reinmachen. Das ist nochmal ein Lichtschalter zusätzlich. Und dann, Seppi, gib mir doch bitte einmal den Adapter. Der ist nicht von Knaus, den kann man aber, wie gesagt, für jeden Knaus bestellen. Zack, dann hat man hier eine Verbreiterung, um eben hier mit seinem ganzen Gesicht beim Mund ausspülen, Gesicht waschen oder so einfach nochmal besser ranzukommen und eben nicht alles hier auf die Füße zu kleckern. So, wir neigen uns dem Ende näher, oder wie sagt man da? Wir neigen uns dem Ende zu, Entschuldigung. Und zwar haben wir hier das Bett, das Heckbett, das hat eine Gesamtlänge von 1,94, ja, also auch ich als großer Mensch mit über 1,85 passe hier ohne Probleme rein, auch leicht schräg passen, ja, noch größere Menschen rein, ist gar kein Problem. Breit ist das Bett 1,45, man hat hier nochmal so eine kleine Ablage fürs Tablet, Handy, Wasser, was auch immer. Ja, hier habt ihr wieder die angesprochenen Schwanenhalslampen mit doppelt USB, die Lichtsteuerung, dass ihr alle Lampen entsprechend steuern könnt. Ihr habt hier ordentlich viel Stauraum, also hier passt wirklich einiges rein, alles in meiner Vollkorpusbauweise. Ja, also richtig massiv verarbeitet mit Softclose, selbstverriegelnden
ja, verschlüssen und das gleiche entsprechend hier auf der anderen Seite. Hier, Seppi, dieser Kasten hier, das, ich kann dir mal kurz zeigen, zack, ja, das ist hier auch nochmal eine schöne Ablage für die ein oder andere Lektüre, ja. Und sonst, Seppi, haben wir hier auch nochmal zwei kleine Fächer auf jeder Seite mit entsprechenden Aufbaulautsprechern darüber. Also, wie gesagt, ihr habt ja hier Bluetooth, ihr könnt hier auch hinten im Bett dann Musik hören. Ich würde sagen, wir schauen kurz rüber in den 45er, checken da nochmal die Bettenmaße und zu Schluss zeigen wir euch dann nochmal kurz die Heckgarage. Also, hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, beziehungsweise nicht wirklich große Unterschiede. Hier, Dachfenster haben wir ja jetzt schon mehrmals angesprochen. Aufgrund der Länge fehlt jetzt hier auch dieses angesprochene Fach wie beim 600er. Liegelänge ist genau gleich, 1,94. Und hier haben wir eine Breite, also ich habe auch die Schulterbreite beim 600er, die waren ja 1,45 im Schulterbereich und hier im Schulterbereich 1,40. Also für den 45er sind es nur 5 cm weniger. Daher auch hier für so ein kompaktes kleines Fahrzeug ein mega großes Bett. Heckgarage, hier ist sie, und zwar vom Boxster Road vom 540er. Ja, also ganz ehrlich, für so ein kleines kompaktes Fahrzeug haben wir hier extrem viel Stauraum. Ja, hier hinten unter dieser Klappe befindet sich die eine Aufbaubatterie, serienmäßig dabei bei 540 und 600 ist eine AGM-Batterie, eine 95 Ampere. Ihr könnt jederzeit eine zweite oder dritte aufrüsten oder auf Lithium umstellen, gar kein Thema. Ja, ihr habt hier serienmäßig verbaut 4 Zurösen, die sind auch durchgeschraubt, sprich hier kann man auch ordentlich was festmachen. Hier hinten rechts im Eck, das ist bei beiden Autos genau das gleiche, kann ich den Frischwassertank entleeren. Befüllen macht man ja immer von außen. Hier die Klappe kann ich auch aufmachen. Hier kann ich meine Adapterkabel oder irgendeinen Gruschi reinlegen. Und sonst haben wir hier bei der 60 Year serienmäßig 12 und 230 Volt auch in der Heckgarage. Ja, das ist beim 600er das gleiche in grün. Nur von den Abmessungen, von den Dimensionen ein bisschen größer. Das zeigen wir euch gleich ganz kurz abschließend. Wir haben hier überall einen durchgehenden Lattenrost drin. Also der Schlafkomfort wird hier wirklich groß geschrieben. Groß geschrieben wird auch der Gaskasten. Beim 540er genau gleich groß wie beim 600er. Hier passen 2,11 Kilo Gasflaschen rein. Und das Besondere bei beiden Autos ist schon eine Monocontrol drin. Eine CS heißt, ihr könnt bei beiden Autos das Gas während der Fahrt auflasten. Jetzt stehen wir hier wieder beim 600er. Sorry für die Hin- und Herspringerei, aber ich glaube, genau das hilft jemand weiter, der zwischen 540er und 600er schwankt. Also hier, wie gesagt, genau gleich von der Technik her, wie ich es gerade angesprochen habe. Nur die Dimensionen sind größer. Abschließend nochmal zum Gas. Beide haben ja Monocontrol CS. Bei dem hier, beim 600er, nicht so entscheidend. Warum? Hier haben wir ja die Dieselheizung, wie gesagt, schon mit am Start. Beim 540er macht das Monocontrol daher doppelten Sinn, weil da könnt ihr dann auch während der Fahrt oder im Winter die Heizung laufen lassen. Ich würde sagen, wir schauen noch mal kurz davor, weil so weit wären wir jetzt eigentlich durch. Wie gesagt, einmal hier der Boxster 600 Street als 60 Years Edition, hier der 540er. Ich mache noch mal kurz die Türe zu, weil ich habe es dir vorhin gezeigt, dieses schwarze Design. Ja, also das gefällt mir persönlich so gut, weil wenn wir uns mal einen normalen Boxster anschauen, der hat halt hier nur diese Schwalbe, diesen einen, ja, Slider hier drin, diesen hier und dann diese zwei Striche, das war's. Also wenn man sich das hier mal anschaut, das ist halt einfach viel cooler, viel schicker und zeitloser. Und auch wenn ihr hier von vorne nochmal drauf schaut und wenn ihr ganz ehrlich seid, dann fällt euch das nicht gleich auf, dass der ein Aufstelldach hat. Also auch hier von der Seite, bei dem hier sieht man gar nichts wegen der Markise. Der hat übrigens auch eine Regenrinne hier in der Markise integriert. Das kann man vielleicht nur kurz zeigen. Pass auf. Mit Beleuchtung. Zack. Und das sieht schon ziemlich sexy aus. Und wenn wir jetzt hier mal kurz zumachen, dann sehen wir hier hinten, schauen wir mal, Seppi, sehen wir hier hinten, hier rechts und links diese Kunststoffteile. Und wenn du jetzt mal hier von links filmst, schau mal, dann hat man hier eine durchgehende Linie. Und dadurch fällt eben dieses Aufstelldach seitlich von vorne, von hinten überhaupt nicht auf. So, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann bitte direkt mal einen Daumen nach oben, gefällt mir da lassen. Schreibt in die Kommentare, was ihr in Zukunft sehen möchtet, was ihr nächstes Jahr sehen möchtet. Und dann freuen wir uns, wenn ihr euch bald, wenn wir euch bald persönlich kennenlernen und ihr vielleicht sogar schon mit diesem Teil auf Tour gehen könnt.